Hallo, Florian Damberger bin ich. Ich bin 32 Jahre alt, komme gebürtig aus Passau. Die erste Entscheidung bei mir ist einmal, dass ich gern Christ sein möchte und wirklich Christus nachfolgen möchte, weil ich weiß und sehe, dass mein Glück und das Gelingen meines Lebens nicht von mir allein kommt und dass alles fragil ist, wenn nicht einer dahinter steht, der mich trägt. Und ich glaube, dass mein Christsein als Priester einen ganz guten Platz hat, dass ich meine Talente dort gut einbringen kann und dass das auch meinem Ruf entspricht. Warum also nicht als Priester Christ sein? Das Sehen des Einzelnen, so wie Christus an jeden Einzelnen gesehen hat, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, in welche Richtung entwickeln wir uns als Gemeinschaft in der Kirche? Wo sollen wir hin? Was ist richtig? Welchen Faden sollen wir weiter aufgreifen? Ich könnte einen einzelnen Menschen sogar nicht herausgreifen, der mich so gepackt hat, dass ich sagen würde, genau der war es. Am meisten inspiriert hat mich im Rückblick sicher meine Kindheit, mein Aufwachsen auf dem Land, in meiner Familie, in der dortigen Gemeinde, wo ich Urvertrauen erfahren habe, wo ich erfahren habe, dass es normal ist, Dinge heilig zu halten und ihnen Wert zu geben, den sie haben. Ein Leitspruch als Motto für mein Leben könnte ich jetzt so nicht benennen. Mein Prämissspruch ist aus dem Psalm 113 genommen. Wer ist wie der Herr, unser Gott, der wohnt in der Höhe, der hinabschaut auf Erde und Himmel? Den Geringen richtet er auf aus dem Staub, aus dem Schmutz erhebt er den Armen. Da ist ein Gottesbild transportiert, das dem entspricht, wie ich Gott sehe.